What a difference a year makes. Was für ein Unterschied macht ein Jahr. Vor genau einem Jahr herrschte noch absolute Weltuntergangsstimmung. Jetzt herrscht eine Euphorie, die sich gewaschen hat in Sachen Konjunktur. Man glaubt, dass die Bäume geradezu in den Himmel wachsen. What a difference a year makes. Was für ein Unterschied vor einem Jahr. Und das will ich in diesem Video ein bisschen zeigen im Vorfeld der Fed-Sitzung, wo wir aktuell stehen, wo wir vor einem Jahr standen. Und vielleicht war das, was wir vor einem Jahr geglaubt haben, nämlich, dass die Welt untergeht, ein bisschen übertrieben. Und vielleicht ist es eben jetzt auch übertrieben, dass wir glauben, dass die Bäume in den Himmel wachsen. Sehr wahrscheinlich sogar ist das übertrieben, aber eins nach dem anderen. Schauen wir uns zunächst mal an, New York Stock Exchange am 16. März 2020. Dow Jones 3000 Punkte im Minus, der Nasdaq ist 970 Punkte gefallen. Das war sowohl der größte Punkteverlust in seiner Geschichte als auch der größte prozentuale Verlust in der Geschichte des Nasdaq, der ja nicht so alt ist. Der drittgrößte Verlust für den S&P 500 in seiner Geschichte, der ist schon etwas älter, ich glaube seit den 1950er Jahren gibt es den, also vor einem Jahr, da schien die Welt unterzugehen, Panik wegen Corona, nachdem die Aktienmärkte lange Zeit das Ganze verdrängt hatten, sich gesagt hatten, was haben wir da mit China zu tun, China war schon längst im Lockdown, aber erst als dann die Zahlen in Italien nach oben gingen, dann plötzlich war Land unter, dann herrschte Weltuntergangsstimmung, ein Jahr später herrscht totale Euphorie. Aber eins nach dem anderen, da hatte Donald Trump, dieser 16. März 2020 war ein Montag. Am Freitag zuvor waren die Aktienmärkte in einer technischen Gegenreaktion massiv gestiegen. Und Donald Trump hat dann diesen handsignierten Chart über diesen Kursanstieg getwittert. Donald Trump, Sid Donald, wie vermissen wir ihn? Was soll man denn sonst anderes sagen über Sid Donald? Und damals eben diesen Kursanstieg auf sein Verdienst. Als sein Verdienst bezeichnet, aber dann kam eben der Montag und die Aktienmärkte eröffneten mit minus 11%, die Futures Limit Down etc. etc. Das war damals ein echtes Desaster. Aber an diesem Tag, genau vor einem Jahr, hat Morgan Stanley gesagt, ja, also dieser Bärmarkt, der ist jetzt wahrscheinlich schon vorbei. Man hat hier einen Chart gezeigt, der Aktien, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt sind, und das waren praktisch gar keine, 2 oder 3%. Die Märkte waren also ausverkauft ohne Ende. Es hat allerdings dann noch genau eine Woche gedauert, nämlich am 23.03. wurde das Tief erreicht. Morgan Stanley war also eine Woche zu früh dran mit dieser Ansage, der Bärenmarkt ist vorbei, und den Namen Morgan Stanley, den merken wir uns jetzt mal, denn der kommt gleich nochmal vor. Und dass das so gelungen ist, das lag natürlich vorwiegend an der Fed, nicht an der Wirtschaft, sondern an der Notenbank, die die Zinsen auf Null gebracht hat, die Liquiditätsmaßnahmen gemacht hat ohne Ende, nicht nur die Fed, alle anderen Notenbanken auch. Und heute ist die Umfrage der Bank of America veröffentlicht worden unter diesen ganz großen Fondsmanagern. Und da wird gefragt, ja, was glaubt ihr, wie ist derzeit die Lage? Und nach wie vor scheint es so zu sein, dass die Märkte Long Tech sind, also in diesen Tech-Werten, gefolgt von Bitcoin. Wir sehen, dass nur 15% glauben, dass die Aktienmärkte in den USA in einer Blase sind. Und viele sagen, ja, das größte Risiko, dazu gleich mehr, ist, dass wir sozusagen einen Anstieg der Kapitalmarktzinsen haben, nämlich der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe auf 2%. Hier sehen wir nochmal die größten Sorgen. Was ist eure größte Furcht, liebe Fondsmanager? Und das sind wirkliche Dickfische, also die bewegen Milliarden jeweils. Und da ist die höhere Inflation das größte Thema derzeit, hat deutlich aufgeholt im Vergleich zum Februar. Dann haben wir ein Tantrum im Bondmarkt, also im Anleihemarkt, also praktisch so eine Art Panik im Anleihemarkt, eben wegen der gestiegenen Inflation. Und wir haben die Covid-19 Vaccine Rollout, also wie schnell jetzt die Impfungen vor sich gehen, als nächstgrößtes Thema. Eine Blase an der Wall Street, das fürchtet kaum jemand, dass das, wie gesagt, der Fall ist. Nur 15%, auch higher rates, also höhere Zinsen, fürchtet man nicht, weil man sich sagt, ja, die Fed, die wird noch lange nichts tun. Gleichzeitig, und das sehen Sie hier im unteren Chart, sind die Inflationserwartungen jetzt auf den höchsten Stand gestiegen seit Jahren. Wir haben jetzt einen Wert von 2,54% bei den 5-Year-5-Year-Swaps, also bei den Inflationserwartungen für 5 Jahre in den kommenden 5 Jahren, respektive wir haben heute oder wir haben jetzt
jetzt das Jahr 2021, also für die Jahre 2026 bis 2031. Es gibt ja diese Swaps, die praktisch diese Erwartungen permanent bepreisen. Also Inflation, das große, große Thema. Und warum ist es das große Thema? Weil man sich sagt, ja, die Wirtschaft, die wird massiv anspringen und damit die Nachfrage. Und wenn Nachfrage anzieht, dann zieht Inflation an. Das ist die Denke. Und wir sehen, dass für die Wall Street damit das Thema Corona an sich eigentlich erledigt ist. Gibt es nicht mehr, ist nicht mehr wirklich der Fall. Also das ist überhaupt, kommt überhaupt nicht mehr vor. Wir sind in Europa da noch etwas anders gelagert, weil wir mit dem Thema doch noch etwas mehr zu tun haben. Aber man darf ja eins nicht vergessen, möglicherweise werden wir permanent Mutationen erleben, sodass man dann versuchen muss, wieder Impfstoffe zu entwickeln. Das wird ein paar Wochen dauern. Das wiederum bedeutet, dass es vielleicht mit der Konjunktur dann doch nicht so super läuft, dass die Bäume also nicht in den Himmel wachsen. Weiß man es, möglich ist es zumindest, es ist zumindest ein Risiko, das aber diese großen Fondsmanager derzeit eher nicht mehr sehen. Und hier nochmal diese Erwartungen nach Inflation, 93% der befragten Großinvestoren sagen, wir erwarten eben einen deutlichen Anstieg der Inflation. Das ist der größte jemals gemessene Wert, also die Fondsmanager waren noch nie so unisono der Überzeugung, dass hier die Inflation steigt. Und damit verbunden ist natürlich die Frage, ja, wann wird die Fed denn die Zinsen anheben? Die Notenbank hat ja gesagt, ja, da wird lange nichts passieren. Aber dennoch, eine ganz kleine Minderheit erwartet schon im zweiten Halbjahr 2021, aber die Mehrheit, die meisten sagen, im ersten Halbjahr 2023 wird das dann passieren. Das ist also die Erwartung, man erwartet es schon, aber das wird noch schön rausgeschoben und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum die Aktienmärkte so berauscht sind. S&P 500 heute mit einem neuen Allzeithoch, das wir gesehen haben, also der Leitindex der Welt. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, die sogenannten Deflation Assets gegenüber den Inflation Assets. Deflation Assets sind zum Beispiel Tech-Werte. Ja, die sind ja sehr gut gelaufen in der Corona-Krise, weil man sich gesagt hat, Deflation, Wirtschaft kollabiert, aber das ist doch Amazon und Co. völlig egal. Deflation Assets sind dann auch Bonds, also Staatsanleihen sind Investment-Grade-Anleihen, sind Consumer Discretionary Growth, all diese Dinge und die sogenannten Inflation Assets, also die besonders dann steigen, wenn Inflation ist, Commodities, also Rohstoffe, wenn man so will, Real Estate, Immobilien, Tipps, also inflationsgeschützte Anleihen und so weiter, US Banks, Value, all diese Dinge, die haben natürlich, wenn man sich das mal anschaut, ein riesen Aufholpotenzial gesetzt. Den Fall, wir bekommen die Inflation und eben nicht Deflation vor einem Jahr, war ja alles irgendwie noch sehr, sehr deflationär. Jetzt sieht alles inflationär aus, aber all das sind Erwartungen. Die große Deflation ist nicht gekommen, vielleicht kommt die große Inflation auch nicht, wir wissen es nicht. Jedenfalls sehen wir das dann im Gefolge eben dieses Umschwungs von deflationärer Zukunftserwartung zu inflationärer Zukunftserwartung, dann der Nasdaq in Relation zum Russell 2000 deutlich schlechter gelaufen ist. Dieser Russell 2000 ist ein Nebenwerteindex in den USA, sehr breit gestreut, aber sogenannte Value-Werte, so viel Value ist das teilweise nicht, aber zählen eben zu diesen Sektoren Value, wenn man so will. Und wir sehen hier, das Price-Sales-Ratio beim Russell 2000 ist so hoch wie nie, also das Marktkapitalisierung zu Umsatz-Verhältnis. Also diese Charts nehmen praktisch ein Wachsen der Wirtschaft in den Himmel geradezu vorweg, wie eben in diesen nach Viagra anmutenden Charts hier zu sehen ist oder in diesem Chart vom Russell 2000. Das wird so nicht passieren oder die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass das so nicht passiert. Und jetzt kommt die Bank Morgan Stanley nochmal ins Spiel. Ich hatte sie vorhin gebeten, sich das zu merken. Morgan Stanley hatte am 16. März 2020 gesagt, ja, also das wird es jetzt gewesen sein mit dem Bärenmarkt. Das ist jetzt eine gute Gelegenheit zu kaufen. Heute hat Morgan Stanley gesagt, das ist eine gute Gelegenheit jetzt zu verkaufen, gerade die besonders teuren Bereiche des Aktienmarktes. Und das sind die sogenannten Small Caps, also die Nebenwerte, die im Russell 2000 versammelt sind. Man sagt hier seitens Morgan Stanley, ja, also die Aktienmärkte haben das gemacht, was sie in einer Recovery, in einer Erholung typischerweise machen.
machen, aber jetzt ist der Zenit erreicht. So könnte es nochmal so letzten Rush geben, sagt Morgan Stanley, eben durch diese Stimulus-Schecks. Aber die Bewertungen für Aktien werden perspektivisch fallen. Jetzt haben wir also den entgegengesetzten Call, könnte man sagen, die entgegengesetzte Auffassung. Vor genau einem Jahr hat man den Bullenmarkt ausgerufen mit einer Situation, als es nicht wirklich danach aussah. Die Wall Street, wie gesagt, massivst unter Druck, Nasdaq mit dem größten Tagesverlust ever. Dow Jones minus 3000 Punkte. Jetzt kann man sich auch irgendwie nicht vorstellen, dass das Ganze jetzt vielleicht schon in der Nähe des Hochpunkts ist. Aber man hat ja Pferde schon kotzen sehen. Ja, also es kommt ja immer meistens anders, als man denkt. Und wenn man sich mal die Konjunkturdaten jetzt anschaut, heute zum Beispiel die Retail Sales aus den USA, also die Einzelhandelsumsätze, minus 3%, deutlich schlechter als erwartet. Allerdings der Vormonat nochmal nach oben revidiert. Das waren ja schon erstaunliche Zahlen. 5,6% jetzt nochmal nach oben revidiert. Man hat dann gesagt, ja, das war das Wetter. Ein zynischer Kommentator sagt, ja, wenn die Zahlen gut ausfallen, dann ist es starke Erholung der Wirtschaft. Wenn sie schlecht ausfallen, ist es das Wetter. Klar, na, es ist letztendlich immer das Wetter schuld bei schlechten Konjunkturdaten. Aber es ist ja durchaus so gewesen, dass vor allem in den Süden der USA, erinnern wir uns an die Probleme in Texas, als dort gar nichts mehr ging, als Strom ausgefallen ist, betraf nicht nur Texas, sondern eben viele Gebiete in den USA, da war das eben so, dass da die Dinge durchaus schlecht liefen. Und diese Divergenz, diese Schizophrenie, könnte man sagen, zwischen der Zukunftserwartung und der Gegenwart, die kommt derzeit besonders beim ZEW-Index zum Ausdruck. Da haben wir jetzt den höchsten Wert seit dem Jahr 2008/2009, also praktisch seit dem Endpunkt der Finanzkrise jetzt gesehen, bei dem heutigen ZEW-Index, was die Zukunftserwartungen betrifft. Gleichzeitig wird die aktuelle Lage, also die Gegenwart, aber nach wie vor miserabel eingeschätzt, ist bei minus 61 oder so. Also das ist nach wie vor eine immense Diskrepanz und die zieht sich beim ZEW-Index schon Monate durch. Man erwartet immer Wunderdinge der Zukunft und ist eher negativ, was die aktuelle Lage betrifft, und jetzt ist man etwas weniger negativ, was die aktuelle Lage betrifft, erwartet sich aber noch größere Wunderdinge für die Zukunft. Also da ist eine Schizophrenie da, die sich irgendwann wird auflösen müssen. Schizophren auch die Bewertungen an den Märkten. Ich komme nochmal zu dem Thema Volkswagen zurück. Ich hatte heute Morgen gesagt, ja, Volkswagen könnte heute ein bisschen anspringen. Man hat eine Art Power Day jetzt, also eine Art Battery Day, wie Tesla das hier macht. Will man jetzt einen Power Day einführen und sagt, man wird die Kosten für Batterien für Elektrofahrzeuge um 50% reduzieren können und die Ladezeit auf 12 Minuten reduzieren können. Volkswagen heute die Zahlen vorgelegt, die Vorzugsaktien, die im DAX gehandelt sind, sind nach oben geschossen, 5%, aber es ist dann noch etwas anderes passiert, nämlich die Stammaktien, das sind die Aktien, die nicht im DAX sind von Volkswagen, und da sind überwiegend eben Großaktionäre wie Porsche, wie Sachsen, wie Katar. Es sind hier maßgeblich Niedersachsen, nicht Sachsen, Lower Sachsen ist Niedersachsen, klar, Volkswagen sitzt ja in Wolfsburg, wie Katar, sind hier engagiert. Aber dann haben offenkundig ein paar Reddit-Trader die ganze Geschichte verwechselt und haben dann eben die Volkswagen-Stammaktien gekauft. Die Aktie massiv nach oben gegangen, teilweise 50% gewonnen, und dadurch ist der Spread zwischen den Vorzugsaktien, die im DAX sind, und den Stammaktien, die nicht im DAX sind, jetzt angewachsen auf fast 70 Euro. Das ist der größte Wert seit 2008, 2009, als wir damals einen immensen Short Squeeze bei Volkswagen hatten, als damals die Aktie, die Vorzüge, die im DAX waren, die Marke von 1.000 Euro kurzfristig erreicht hatten. Und wenn wir uns hier mal anschauen in Sachen Bewertungen, das, was letztendlich an Umsätzen generiert wird von der in Anführungszeichen traditionellen Autoindustrie, ich hatte diesen Chart heute Morgen schon mal gezeigt, aber entsprechend hellblau, und hier sehen wir orange sind die reinen Elektrofahrzeugebauer wie Tesla. Das ist also marginal. Gleichwohl sind diese Elektrofahrzeugbauer fast jetzt schon so hoch bewertet wie alle traditionellen Autobauer zusammen. Hier sehen wir ganz knapp diese zwei unteren Striche, Linien, gell? Das sind die beiden, also hier hellblau sind die herkömmlichen, dieses dunklere, was ein bisschen drunter ist, Kelly, ich hab's nicht so mit Grafiken, die sind fast schon so viel wert. Und das Problem ist,
Wenn ich jetzt davon ausgehe, etwa bei einer Tesla, einer Marktkapitalisierung von 6, 7, 800 Milliarden Dollar, je nachdem, wann man auf den Kurs guckt, dann ist es ja so, dass man davon ausgeht, offenkundig, dass Tesla diesen Markt komplett dominieren wird. Jetzt gibt es aber auch andere Hersteller von Elektrofahrzeugen, die auch immens hohe Bewertungen haben. Also entweder es ist Tesla oder es sind die anderen. Also richtig wird das nicht funzen und möglicherweise liegt die Wahrheit dazwischen. Wir werden natürlich diese rein Elektrofahrzeugbauer werden wahrscheinlich durchaus überleben, werden aber nicht die absolut dominanten Player sein. Dazu hat zum Beispiel eine Volkswagen einfach zu viel Power, zu viel Geld, zu viel Know-how. Und ein solches Elektrofahrzeug ist ja jetzt auch kein Wunderding. Gerade das Volkswagen hat nochmal gesagt, dass man jetzt den Fokus vor allem auf die Software legt. Das ist ja noch die große Baustelle, die große Problemzone bei Volkswagen in Relation zu Tesla. Jetzt hier nochmal zurückgekehrend zu Deutschland und der allgemeinen Situation, das Impfdebakel, wenn man so will. Und hier sagt Gabriel Felbermayr vom Weltwirtschaftsinstitut in Kiel, viele wünschten sich ja einen starken Staat, der an Stelle der Bürger Entscheidungen trifft. Jetzt haben wir ihn und seine Performance ist nicht gut. Man sollte da immer vorsichtig sein, aber ist das ein singuläres Versagen dieses Staates, also dieser Regierung, die wir derzeit haben, oder Ausdruck eines systematischen Problems? Es ist, und das wäre meine These, ein systematisches Problem. Sie werden auch in China feststellen, immense Ineffizienzen, auch wenn die viel auf die Reihe kriegen. Aber der ganze Dreck, der dann sozusagen zwischen den Ritzen klebt, den sieht man dann meistens erst, wenn die Geschichte vorbei ist. Das war in allen Diktaturen so. Also je autoritärer ein Regime ist, umso mehr Reibungsverluste gibt es, umso mehr doppelte Kompetenzen gibt es, umso mehr Ineffizienzen gibt es im System. Und wir sehen derzeit einen starken Staat, der uns ja auch die Freiheitsrechte einschränkt aufgrund der Pandemie. Und das finde ich einen interessanten Gedanken, den Gabriel Felbermayr hier ausgedrückt hat. Und apropos starker Staat oder Diktatur, hier sehen wir, China macht jetzt ernst, Peking macht ernst, die Kommunistische Partei macht ernst und zwingt jetzt im Prinzip Jack Ma Anteile zu verkaufen, zwingt praktisch die Eigentümer zu einem Zwangsverkauf, das ist das Erste. Und zweitens hat jetzt praktisch oder haben chinesische Firmen Alibabas Internetbrowser aus ihrem Angebot entfernt, weil man schlichtweg fürchtet, dass diese Tech-Konzerne zu mächtig werden und dann eben das Wahrheitsmonopol der kommunistischen Diktatur in irgendeiner Form anzweifeln könnten. So, das soll es erstmal gewesen sein. Was für ein Unterschied im Vergleich zu einem Jahr oder vor einem Jahr, damals himmelhoch betrübt, jetzt geradezu himmelhoch jauchzend. Das hatte ich mit meiner schrägen Gesangseinlage gleich am Anfang versucht, auf den Punkt zu bringen. Wir sehen mal, wie die Dinge jetzt weiterlaufen. Morgen natürlich die Fed, das wird das zentrale Ereignis dieser Woche sein. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.